Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Ultimate General Civil War. Wir sind an der Brandy Station, den 9. Juni 1863. Unsere Armee wird in die Territorien der Union eindringen, nach Vorräten und Nahrung zu suchen. Sie haben temporär das Kommando über die konföderierte Kavallerie, um ihren Vorstoß nach Osten abschirmen und die Bewegungen ihrer Hauptarmee zu verschleiern. Wenn ich nur Kavallerieeinheiten habe, wäre schön. Brauche ich meine eigenen Jungs nicht opfern. Bewegung ihrer Hauptarmee verschleiern. Sie lagern bei Brandy Station und morgen werden sie weiter vorrücken. Die Yankees scheinen jedoch in der Nacht ihre Kavallerie von der anderen Seite des Rapper Hancock zusammengezogen zu haben, um ihre Streitkräfte zurückzuschlagen. Es ist absolut sicher, dass sie zu ihrer Position bei Brandy Station vorrücken. Unsere Hauptarmee, die einige Meilen westlich lagert, darf nicht entdeckt werden. Daher müssen sie den Feind bei Brandy Station aufhalten. Okay. Aber wir müssen keine von unseren Jungs opfern. Ja, wir kriegen Leute von der KI, also von. Juhu, ich kann meine Leute schonen. Ich freue mich. Ich habe nämlich, ich glaube, noch 100 Mann in Reserve. Der Rest ist aufgeteilt. Ich hatte jetzt sogar hier nochmal ein bisschen umgedeichselt. Robert Lee ist jetzt der Kommandeur des zweiten Korps. Und dann hat sich das alles ein bisschen nach unten gerutscht. Der Lee oder Jackson, wie er hieß, ist jetzt der Chef vom dritten Korps. Der war vorher vom zweiten. Und den Typ, der ist ja nie im Einsatz bisher, der ist einfach die Reserve. Ich habe eigentlich schon ein fünftes Korps. Aber da gibt es halt nur den General und ja, keine Einheiten. Die ersten zwei Korps konnte ich voll aufrüsten. dafür hatte ich ja genug Männer. Beim dritten, also außer ein, zwei Einheiten, da sind einfach die Vorgesetzten so schlecht, dass ja, die nur maximal 1500 Mann mitnehmen können. Das dritte Korps ist schon echt lückenhaft. Das ist ja, Reservekorps. Und vom vierten müssen wir erst gar nicht sprechen. Das hatte den Krieg noch nicht mal gesehen, weil es einfach zu wenig Einheiten sind. Sie wissen, dass Krieg ist, aber sie waren nie im Einsatz. Die trinken zu Hause noch Tee oder keine Ahnung, was die Südstaatler zu der Zeit gemacht haben. Vielleicht helfen sie den Schwarzen beim Baumwoll pflücken. Haben ja nichts zu tun. Ne? Ja, ansonsten, wir brauchen Männer und wenn wir hier Männer schonen, ist natürlich super, weil wenn wir die Schlacht gewinnen, kriegen wir bis zu 3000 zusätzliche Leute, die ich dann eben in den dritten Korb reinstecken kann. Der vierte wird davon nichts sehen. Und dann kommt Gettysburg und dann brauche ich sowieso wieder 20.000 Mann. So, Bufords Kavallerie hat mit seiner Brigade Beverlys Fort überquert und nähert sich unserer Position. Wir müssen uns auf einen Kampf vorbereiten. Habe ich schon echt mit Kavallerie? Wir müssen ihren Vorstoß hier bei Brandy Station aufhalten. Ja, machen wir doch. Dann würde ich schön sagen, einigeln. Aber wir haben echt viel Kavallerie. Was soll ich mit Kavallerie? Aber es ist echt mal was anderes. So. Wir haben den Kontakt zur Kavallerie der Unionisten verloren, die nach Süden vorrückt. Aber behalten Sie diese Richtung im Auge. Die Yankees könnten versuchen, ihre Männer zu umzingeln. Dreckige Yankees. So, mal gucken, was haben wir denn hier? Was haben wir denn? Was haben wir denn? So, da werden sie, von da werden sie kommen, hier rumpacken oder rumlaufen. So, Kabel ist zu kurz. So. Ich habe irgendwie zu wenig Infanterie, ne? Brauchen wir so viel Kavallerie? Bin jetzt eh nichts machen, ne? Winter schon? Ups, ja. Der fängt ja schon an. Hätte ich ja gar nicht. So, Kanonen hätte ich doch gerne hier so dahinter. Da nicht alles immer gleich gesehen werden. Die müssen ja über diesen Übergang kommen. Hinten können sie auch kommen. So.
Damit kann ich irgendwie viel Deckung sie kriegen. Eine Einheit muss da vorne hin. Macht jetzt auch. Fangen wir wieder auf Pause. Absteigen. Du. Halte mal da. Absteigen. Reite mal in den Wald. Jetzt. Nur damit wir von hinten ein bisschen Schutz haben. Was gleich effektiver ist. Bewegung aus dem Osten. Dass sie angreifen. Hauen wir ab. Locken wir sie in die Falle. So, hier haben wir noch ein paar Freiwillige. Kannst du deine Pferde abstellen. Die Pferde sieht man auch gar nicht, fällt mir gerade auf, ne? Das macht vielleicht Sinn, nochmal zu gucken, wo die Pferde stehen. So, Yankee-Verstärkung hinten Gesicht. Ja, sollen sie mal kommen. Kannst du mal da in den Wald gehen? Sind schon ein paar. Mehr Kavallerie nennt sich. Ja, da kommt ja jede Menge da hinten. Was kommt denn da alles lang? Also um die warten. Oh, Kanonen kommen da auch. Ich glaube langsam, die greifen doch echt hauptsächlich von hinten an. Dreht euch mal um. Oh, wollen wir einen Supply wegnehmen? Ich liebe das einfach. Supply zu klauen. Da so. Kann die Kanonen gucken in meine Richtung. Einnehmen unter den Wald. Einnehmen unter den Wald. Oh, ganz schlechte Idee. Lauf! Nee, doppelt so schnell geht dann. Wie holen sich den wieder?
Aber der Vorstoß hat da vorne schon mal nicht so gut geklappt. Ah, jetzt kommt er auch. Die müssen wir platt machen, die 3000 Mann. Und jetzt bleiben sie wieder. Zeigen. Kommen wieder die 2006 Mann. Die müssen sofort gestoppt werden. Jetzt machen wir es immer so, eine Kanone wird bewegt, die andere kann man schießen. Dann wird ganz schön diese Seite ganz schön. Na los, Feuer! Dann wieder in den Wald, bevor er wieder motiviert die Truppen nach vorne schießt. Ein bisschen besser schießen. Dann sind wir da wieder. Die Walzen gerade sind wichtig, wir müssen echt drin bleiben.
raus aus dem Ball. Ja, die werden hier im Wald immer wieder angegriffen. Aber jetzt können sie hier nämlich hier schön Scheune und Tor so offen an der Seite. Wenn sie mich da rein. Keine Munition mehr. Aber hier ist doch Munition. Warum kriegst du keine Munition? Auch weiter zurückziehen. Im Bereich vielleicht. Ich bin nicht weit, sie das hier erreicht mit dem Pfeil. Ziehen wir mal hier hin. Ah, die machen sich hier gerade den Aufstieg. Letzten großen Angriff. Wenn der wieder im Format ist, ist der Munition kriegen. Das ist quasi der Leben. Oh nee, doch nicht. Keine Deckung. Als versuchen sie wieder anzugreifen und gehen sie offensichtlich gleich auf den Sack. Warum läuft das hin und her? Bleib doch mal stehen. Ganz einfache Kiste. Wir sehen diese Punkte.
geschwächt. Ich habe nämlich Angst, dass er hier den überrennt. Wenn die nicht so gut Kavallerie hat, dann hätte ich da auch schon längst die Kanonen wieder weggeholt. Da sind 2-2. Stuart, sammle mal den anderen ein, dann muss wieder motiviert werden. Glaube ich, der Moment, auf den er gewartet hat. Das ist 70er Deckung. Wenn er da kein Weißes in den Feld. Er hat hier nur 60. Er ist nur hier, damit sie, wenn sie hier versuchen, ihn dahinter zu laufen, darf man ihn schon mal noch in die Nase kriegen. Da kommen sie nicht mehr motiviert. Hier, wer hinbringen, 2500 Mann. Damit leben. Nur 7000? Ah, ich weiß nicht. Die Kavallerie fand ich lustig. Habe ich die, sind abgestiegen von dem Pferd und haben sich trotzdem so verhalten, die eine Truppe, weil die auch so viel hin und her gelaufen ist, als ob es noch eine Kavallerie gewesen wäre. Aber wir haben nur 722 Verluste und die haben locker das Doppelte. Das heißt für mich Endeffekt 3000 Mann mehr! Yippie! Scheiß auf den Ruf und scheiß auf das Geld. Die Männer sind wichtig. Jetzt habe ich wieder 3300 Mann. Juhu! Darüber kann man sich echt freuen. Und das erste und zweite Korps sind noch heile. Wie gesagt, die sind einfach hier. Wenn ich da noch mehr mal ran tue, bin ich der Meinung. Oder den ersten Korps. Nicht? War das nur zweiten? Warte mal. Bringt der einen Buff? Der Robert Lee oder so, dass er jetzt. Ich würde schwören, ich habe vorhin hier was gemacht und dann war das auf jeden Fall noch roter. So. Komm. So, dann würde ich sagen, erste, zweite Korb ist weit ganz gut. Eben. Der kann nicht mehr Kanonen, da wird er ineffizient, weil ich hatte keine Kanonen. Ja, ist hier auch alles so Flickenteppich.
Der kann auch nicht mehr Männer nehmen, weil er nur ein Captain ist. Der hat wahrscheinlich auch nie den Krieg bisher gesehen, hier der Foreman. So wie der hier. Der ist jetzt schon, Effizienz ist schon gering bei 300 Mann. Damals einfach so eingekauft. Da muss einfach mal das Schlachtfeld sehen. So, der hat immer nichts. Und das vierte Korb entsteht quasi noch. Dann kann ich jetzt hier noch ein bisschen das vierte Korb ein bisschen aufrüsten. Unser Reservekorb. Und ja, das war's dann von meiner Seite aus. War das Video diesmal ein bisschen kürzer. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Like da oder einen Kommentar. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.